Hallo. Danke. I was stuck. Dam, 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 dam. Das ist voll nervig mit diesem. Dam, dam, dam. Mit diesen blauen Dingern da. Kadosh MMKada. Öffne dich. Diabolisches Gelächter. MP3. Hier würde ich jetzt tatsächlich einen Drachen vermuten. Deswegen schließe ich jetzt hier mal mein Amulett an meinen Hals an. Nein, auch diese. Oh, ist das schon Ballhunter? Nein, Knochenfürst Sinister. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich muss schauen, dass ich die einzeln mache. Komm mit. Komm mit, lieber Knochenmagier. Komm. Aua, er hat mich sogar noch getroffen. Puh. Okay, das wird jetzt ein bisschen dauern. Die Frage ist, inwieweit der Mittler, der Sinister, aktiv wird, wenn ich hier rumlaufe. Ich probier's mal ganz stumpf. Ich probier's jetzt. Oh, da ist ein Ork drin. Wow. Ich probier's jetzt mal ganz stumpf. Kurz. Anscheinend hat er damit tatsächlich nicht so Problemo. Ich glaube, der will mit mir sprechen, deswegen ist das für ihn gar nicht so schlimm gerade. Also der Kampf wäre nicht möglich, wenn ich nicht erst die ganzen außenrum machen würde. So. Okay. Der Teleporter ist aktiv, glaube ich, so wie der aussieht. Wir wussten, dass du kommen wirst. Wir werden dir jetzt zeigen, was für sinnloses Unterfangen es doch war, den Meister
euch auszufordern. Du bist uns in die Falle gegangen und jetzt werden wir dich vernichten. Lalelu. Also von all den Knochenfürsten war er der Lächerliche. Der Lächerlichste. Belia gab diesem Stab seine Macht. Waffenschaden, Magieschaden, Feuerschaden. Die Hälfte der Stärke von Nuriziel tatsächlich. Auch gar nicht so bad eigentlich. Eine Karte von der Irdorat-Insel. Also der war bisher tatsächlich der Schwächste. Von den ganzen Gnomenfürsten. Als ich Balhanscha nicht im Tempel finde, muss er sich irgendwo anders aufhalten. Mal sehen, wohin mich dieser Teleporter führt. Ich habe zwar den untoten Drachen im Belia-Tempel gefunden, doch der Seelenstein des Drachen fehlt. Er scheint also schon in Balhanschas Besitz zu sein. Ich frage mich, wo der untote Magier steckt, da ich den gesamten Tempel nach ihm abgesucht habe. Es muss hier auf der Insel irgendwo einen Geheimort. Ah, ich habe den. Dachte, der Satz würde anders weitergehen, deswegen habe ich ihn falsch gelesen. Jetzt fangt ihr auch schon damit an. Nein, 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 das treibe ich euch gleich aus. Oh Gott. Oh, da ist noch einer. Habe ich gar nicht gesehen, tatsächlich. Dann war es ja umso klüger, es zu tun, weil da einfach noch einer war. So, es ist mir aber ein bisschen zu duscht, oder? So, schon besser. Dann sehe ich wenigstens auch was. Dum, 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 dum. Ich versuche mich gerade mal ein bisschen zu orientieren. Scheint tatsächlich noch ein bisschen größer hier zu sein. Ich würde gerne wissen, wo wir angelegt haben, ob man das von hier aus sehen kann. Oh. Dum, 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 dum. So. Ich und Uriziel. Best friends forever. Die Echsenkrieger sind deswegen so viel schwächer als die Orks, weil die immer diesen Charge-Angriff machen. Immer. Immer. Scary. Da geht's lang, aber ich kann auch höher, glaube ich, ne? Kann hoch oder darunter. Was? Goblinbären. Wow.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nach oben geht. Also, dass ich nach oben soll. Immer her. Weil es mich aber einfach interessiert, würde ich jetzt trotzdem ganz kurz mal unten entlang speeden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich oben lang muss. Wahrscheinlich wird da unten nicht wirklich was sein. Dämonische Feuer war dran. Soundtrack of Doom ist. Ich habe ihn auch noch getroffen. Ich speichere mal. Hier ist ein Soundtrack of Doomness, der nicht weggeht. Dass der nicht gekämpft hat? Seltsam. Goldbrocken. Mhm. Ist nix. Wie weitläufig dieser Strand hier noch ist. Ist irgendwie strange. Varane hier sind. Oder geht sogar hoch. Langsam glaube ich, das ist tatsächlich der richtige Weg. Aha. Was sind meine Äuglein denn da sehend? Boah. Hat ein lautes Geräusch gemacht, wie du ins Wasser geplumpst bist. Okay, bye. Okay, es gibt wohl ein paar mehr Wege. Gut, dann belasse ich das erstmal dabei. Also ich bin jetzt mal ein bisschen spendabler mit meiner Eiswelle, weil ich gehe mal davon aus, ich werde hier in Irdorath den lieben Baal Hanschar noch stellen. Dementsprechend wird es hier noch vorbei sein. Duell der Giganten. Ich habe es tatsächlich noch nicht einmal geschafft, das Gift zu saufen und mich damit umzubringen, glaube ich.
Okay, die Schamanen sind brutal stark. Das ist ein Drache. Das ist ein Drache. Der Drache fliegt da rum. Boah, es ist aber ein Junge drin. Oh, der trotzdem in der Lage ist, mich rumzukicken. Oh. Okay, how? Ich weiß, wie ich ihn töten kann. Mit meinem Fister-Kommando. Bonus für maximales Mana, klar, warum nicht? Aua! Aua! Ist dein Ernst jetzt? Geht ihn zu prügeln. Das finde ich tatsächlich aber gar nicht so schlecht gemacht, dass das junge Drachen sind und es trotzdem ein Arsch von Kampf ist. Das wertet die Drachen aus dem Originalspiel nicht ab und vor allem den Helden auf, dass der die halt die Erwachsenen alleine besiegt hat. Okay, hier ist wieder ein voller Soundtrack. Höher geht's aber nicht. Einer der Golems hat mir versucht zu folgen. Props an ihn. Okay, dann hatte ich jetzt tatsächlich mal einen normalen Drachen zumindest. Einen jungen Drachen. Normal. Wobei so gesehen auch ein normaler Drache war, es war kein Untoter. Hätte mir gewünscht, dass der Charakter, weiß nicht, ob man sowas einbauen kann, dass der Charakter was dazu sagt, dass da ein Drache ist. Okay. Ist es. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte doch noch mal. Warte mal. Ich drehe jetzt noch mal um, weil ich habe das Gefühl, hier geht es tatsächlich lang. Aber was ist denn da drüben?
Oder führt das am Ende alles wieder zusammen? Hier ist auch ein Drache. Okay, dann war hier wahrscheinlich auch nur, Anführungszeichen, nur ein Drache. Okay, aber ich denke nicht, dass das Drachenfeuer-Amulett mir wirklich was bringt, mal ganz nebenbei bemerkt. Ich dachte, das schützt mich vielleicht vor dem Wegkicken oder so. Jetzt nur tief hinunter. Der will direkt Krawall der Drache. Und noch ein dämonischer Beißer. Willst du mich eigentlich komplett verarschen oder hilft er mir sogar? Nee. Ist das die Originalgröße, die die haben sollen? Schon, ne? Und ich hatte mich ja mit dem Marvin befreien müssen aus einer Situation. Deswegen war der größer. Jetzt verprügelt ihn.
Vertrauen. Hast du irgendwas dabei? Weil du hattest einen Namen. Schwarzer Fokusstein Westküste. Klingt, als würde ich das noch gebrauchen können. Das gestolpert. Wahrscheinlich, wie unterschiedlich lang die halten. Die beschworenen Leute. Aber die Moorleichen, die sind ja jetzt noch da. Okay, jetzt lösen sie sich auf. Ziemlich verworren hier alles gerade. Oh Gott, wo führt das denn jetzt hin? Das habe ich noch nie gehört. Dass sie tatsächlich so einen Droh-Sound haben. Ich werde mal als reine Vorsichtsmaßnahme werde ich Armee der Finsternis auf die 8, auf die 10 machen. Und Eiswelle auf der 9 lassen. Das, falls ich nochmal in die Situation komme, schnell eine Eiswelle zu brauchen, dass ich sie habe. Konnte ich denn da rein, wenn es nirgendwo hinführt? Naja, gut. Irdorat. Muss man wahrscheinlich nicht verstehen. Wobei da. Ne, das war das. Okay. Ja, Regen muss jetzt hier gerade echt nicht sein, tatsächlich. Schlangen hier. Gut, aber die Drachen, die hier in Gothic sind, sind ja auch eher Lindwürmer. Und die Lindwürmer sind den Schlangen sehr ähnlich. Vermute mal, das ist die Assoziation, warum hier so viele Schlangen sind. I don't know. Lindwurm. Nicht Lindwurm.
Komm mal da runter. Please stop making those loud noises. All of you. Oh Gott. Okay, es reicht. Aufhören jetzt. Bin ich denn aktuell? Sehe ich unten schon das Schiff? Ja. Okay, ich beschleunige das hier mal ein bisschen. Bin ich mittlerweile. Ist ja nicht mehr normal. Okay, hier ist Dead End, oder was? Zumindest sieht das so aus, als würde ich von hier aus nirgendwo mehr hinkommen. Ah? Nimm's zurück. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wie weitläufig soll denn das hier noch sein, bitte? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich langlaufen soll. Jetzt bin ich komplett durch. Aber richtig. Aber bisher scheint es mir nicht wirklich was zu bringen oder zu erforschen, weswegen ich aktuell eher dazu tendiere, wenn ich zufällig den richtigen Weg laufe, es dabei zu belassen. Vielleicht ist das aber auch nicht alles begehbar. Hier. Vielleicht wirkt es nur ehrfürchtig, aber es ist nicht begehbar. Hier ist wieder ein kleiner Lavasee. Ach, so viel dazu. Da geht's runter, hier geht's lang. Da geht's rein. Ich freue mich gerade über jede Sackgasse, die ich finde.
Ah, okay. Komme ich hier auch wieder hoch, wenn ich da runter gehe? Ja, das heißt, ich hätte schon von Anfang an da lang gehen können. Ich habe ja jetzt die Eier. Habt ihr irgendwas dazu zu sagen? Generell, ich habe ja schon was gemacht. Gibt's irgendwelche, weiß ich nicht, Infos? Nein. Dracheneier habe ich doch auch bekommen. Aber ich habe halt kein Rezept oder sonst irgendwas mit denen, ne? Ich schau trotzdem mal. Hey. Lieber Wulfius. Zeig. Dam, 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 dam. Geh mal von dem Alchemietisch weg. Hey, pass auf. Pass ein Scheißdreck auf. Ne, ich kann mit den Dracheneiern nichts anfangen. Okay, dann den Weg wieder zurückgehen. Standardspiel gibt diesen Weg bestimmt nicht. Ich glaube hier generell, dass Urdorath, abgesehen vom Tempel, nicht begehbar ist. Vielleicht ist er doch nicht so viel begehbar. Vielleicht sieht das jetzt hier gerade ehrfürchtiger aus, als ich es mir vorstelle. Weil ich komme zumindest nicht runter, wenn ich nicht runterspringe. Abgesehen von hier. Wo auch immer mich das hinführt. Ja, okay, mit dem komme ich da runter, wo ich es gerade nicht dachte, dass ich runterkomme. Frage ist, ob hier überhaupt was ist. Vielleicht sind das einfach nur jede Menge Gegner, die... Ah, wobei, da ist was, tatsächlich. Sie haben ihn umgebracht. Lustig. Junger Felsdrache. Was hat er jetzt davon, dass er immer seine eigenen Leute abschießt? Ich dachte schon, ich bin tot, weil ich mich selber gestuckt habe. Aua, wieso greifst du mich an? Die Harpie nicht anvisieren. Regeneriert aus, da erleben, wenn er ausweicht, aber ansonsten kriegt er nur Schaden.
Ja, weiß ich nicht. Das mit den Drachen finde ich blöd. Wieder. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt was falsch mache oder... Keine Ahnung, aber... You got any more of that life wreck? Immer wenn er ausweicht. Der darf halt einfach nicht ausweichen. Aber das ist halt leider ein bisschen random. Ob er ausweicht oder nicht. Hat sich fertig gejuckt. Ja, ihr werdet das schon machen, gell? Ihr macht das. Ich will jetzt erstmal den da hinten looten. Ich schaff das. Jetzt. Ich krieg langsam richtig Ohrenbluten. So, was hast du? Brutale Ork-Axt, kracht, nack. Schwarze Fokussteingrotte. Dracheneier. Ist das jetzt rein zufällig der richtige Weg gewesen? Tja, I don't know. Sollte der Teleporter funktionieren? Ich hab ihn halt nicht umgebracht, ne? Also diesen Ork hier. Nicht, dass das jetzt für Probleme sorgt. Das wäre wieder typisch. Oh, warte mal. Ork-Tempelkrieger. Der Teleportschneider führt mich zu einem Teleport in ein Lager der Orks. Der Teleportschneider führt mich zu einem Teleport in ein Lager der Orks. Möglich, dass es sich hier auch ein Drache befindet. Ist ja okay, ich hab's kapiert. Ach du Kacke. Ach was? Bin wieder an einem Punkt angekommen, Leute. Wie viel Schaden macht euch Feuerregen? Nicht viel. Da ist tatsächlich ein Drache an der Stelle da. Ein Feuerdrache.
lustigerweise das Moveset der Echsenmenschen. Ach ja. Hätte man diese Orks hier lieber mit in den Krieg geschickt. Die sind nämlich noch stärker als die Mutana-Orks, die wilden Orks, die anderen Orks, die Berserker-Orks, die überhaupt Orks, die Orks-Orks. Habe ich jetzt was verpasst, dadurch, dass ich da jetzt gleich rein bin in den Lilliporter? Oh, da drüben ist der Drache. Ich hab das Gefühl, dass Irdorath nochmal irgendwie ein bisschen unnötig groß ist. So. Ich will doch nur den Tempel kriegen. Okay. Jetzt machen wir den Drachen, Jungs. War doch schon fast tot. Ich bin gerade zu still, weil mich das gerade hart abfuckt. Richtig, richtig hart abfuckt. Ich weiß nicht, wie es euch da jetzt gerade geht beim Zugucken, aber das ist absolut fürchterlich. Beim Spielen zumindest. Das ist einfach nur Lärmbelästigung, aber anders kannst du die ja nicht töten, die Drachen. Halleluja.
Sonne, Mond, schau zu. Danke. Oh mein Gott. Muss nach der Folge definitiv erstmal ein Päuschen machen. Das ist mir zu viel gerade. Tempelschamane. Okay. Hallo? Hallo? War schon mal sehr unnötiger Schaden. Deswegen ich jetzt andersrum machen sollen. No, no, no! Ich werd wahnsinnig! Jeder Kampf in diesem Spiel ist ein Kampf, aber nicht im Spiel. Nicht im Spiel. Nicht im Spiel. Och Mann, dass man immer in den Gegner drin stackt. Wirklich. Es ist einfach so vieles furchtbar gerade. La 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 la. Wären die eigentlich auch meine Freunde mit dem Ulumulu? Beste Freunde fürs Leben. Ich und mein Freund der Ork. Wir mögen uns ziemlich Ork. So. Schwarzer Fokusstein Orkdorf. Okay, das zieht sich jetzt anscheinend, diese Idee hier. Wieso fängt es eigentlich alle 2,5 Sekunden an zum Regnen? Also ist das Orkdorf maybe nicht groß, wenn ich jetzt schon wieder den Fokusstein krieg?
richtig komisch aus, weil die so dünn sind. Die Orks. Ja, ein Schattenläufer. Ein starker Single-Target-Zauber wäre halt auch was. Ist das so eine Arena oder was ist das hier? I believe so. Das ist zu weit entfernt. Dam, 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 dam. Was hat's denn jetzt eigentlich mit den Dracheneiern auf sich? Frage ich mich. Weil da habe ich jetzt mittlerweile echt viele. Und es hieß ja auch irgendwas von einem Trankbrauen, aber ich habe weder eine Quest, noch ein Rezept, noch kann der liebe Wulfias mir irgendwas beibringen dahingehend. Ach, warte mal, ich kann mich mal lieber voll. Die sind sehr einfach zu besiegen, das ist angenehm. Obwohl sie relativ stark sind, vom Schaden und von dem, was sie aushalten, sind sie leicht zu besiegen, weil sie sich dumm verhalten. Das ist ganz angenehm, dass die Kämpfe gegen die jetzt nicht so unnötig lang dauern, wie zum Beispiel die Elite-Knochenkrieger. So gegen die Elite-Knochenkrieger. Und irgendwie haben sie eine kaputte und komische Aggro-Range, dass ihre Kumpels nie helfen, ist seltsam. Viel dazu. Es geht jetzt echt da lang, oder was? Führt das irgendwo hin, wo ich mich schon auskenne? Das sieht aus, als könnte man da hoch. Das da drüben. Nee, 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 nee. Bisher entdecke ich hier nichts, was mich... Was ich wirklich interessant finde, muss ich sagen. Kann man auch runter. Ich meine, ja, hier sind Drachen und so weiter, aber naja. Ich muss sagen, ich finde Drachen nicht so interessant. Gehören für viele wohl ins Fantasy-Genre mit dazu. Für mich ist eher so, ja, okay, Drache. War auch in Game of Thrones so. Das am wenigsten interessante für mich. Gut, in Anbetracht der letzten Staffel war Game of Thrones das am wenigsten interessante überhaupt. Ein perfektes Beispiel dafür, wie man ein Ende verhunzen kann. Dam, 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 dam. Okay, Leute, dann mache ich jetzt am Schluss für heute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin. Lebet wohl, lang und in Frieden.